Yeah, jemand, Brian, is sending us lots of love. Goat tag. Guts. Ah, das ist geil, das ist Guts. Auf jeden Fall. Ja, dann seht ihr die Reference. Jack mit der Grab. Forward air, forward air. Forward air. Wie Aegis versucht, auf die Stage zu kommen. Ja, diese ganzen Shenanigans. Versucht auch den Laser zu reflekten. Guter Parry. Nimmt er den Gyro? Ja, ja, natürlich nimmt er den Gyro. Und into Jablock, into Peak of Fire, into Peak of Fire. Oh mein Gott, fast. Fast trifft diese auf Smash. Und Gyro natürlich hat Rob's back. Schon sind wir bei 125% und wir sehen die Up-Tilt into Up-Air. Anscheinend leider nicht richtig die Alt. Ich weiß nicht, ob man das in diesem... Ja, er hat das auch auf 80% dann gelabt. Vielleicht sollte es ein bisschen höherer Prozent geben, damit das funktioniert. Mhm. Wo wird er jetzt... Oh, God-like mashing. Ja, einfach viele Up-Airs. Viele Airs into Airs. Einfach von dem. Oh, shit. Aber guter, guter Back. Sehr konservative Attacke von Rob, hat, ist nicht direkt für die ganzen Kombos gegangen, hat einfach ganz direkt einen Abwehr gemacht. Und wie gesagt, ja. Abwehr, Entschuldigung, Forward Air. Okay, ja. Aegis hat ein bisschen gerusht, meiner Meinung nach. Aber jetzt sind wir in Neutral. Richtig drauf gewartet. Er wollte wirklich diese Abwehr. Wenn er kommt, jetzt ihm nochmal. Und ja, jetzt sind wir im Prozent. Ja, wenn er nochmal abgetillt wird, dann ja, muss er da schon. Aber man muss auch damit rechnen, dass die Ceiling hier ein bisschen höher ist. Mhm. Und dementsprechend braucht man auch ein bisschen mehr Prozent. Mhm. Oh, ja. Das war's. Downtilt, 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 downtilt. Nee. Und jetzt kein Gyro. Und schön dazwischen. Ja, aber leider falsche Seite. Ja, tilt, tilt, tilt. Nichts. Und jetzt, he pays nicely for it. Jetzt, Aegis mit the... with a stock advantage. Ah, ne, tut mir leid, selber mit dem stock advantage. Und macht wirklich... Er ist am Arbeiten. Also fast 90%. Am letzten Stock. Oh, schönes, schönes Magnet Thingy. So, Mute schafft's aber nicht. Oh mein Gott. Einfach. Was ist das? Up Smash? Ja, das ist auf jeden Fall Up Smash. On the platform, das war genügend. Mhm. Und ein schöner Baseball Bat. ich will mir jetzt ein Baseball Bat kaufen. Wofür? Ich habe ein paar Freunde, mit denen ich spielen kann. Interessant. Mhm. Gibt es verschiedene Workshops und so weiter. Kann man so ein bisschen schlagen. Cool. Jetzt gehen wir zu PS2. Was ist denn Music Counterpick? Okay, jetzt kommt wieder Rob. Andere Farbe aber. Welche denn? Ich glaube so Creme mit ein bisschen Rot. Mm. Anstatt ganz Rot. Creme. Creme. Okay, Epic Fire. Ja. Und er einfach nur in den Plattforms edgelt und sagt, hey, vielleicht möchtest du eins von meinen Neutral Airs haben. Ja. Zebra war, nee, nicht danke, nein danke. What? Versucht den Recovery zu blocken mit dem Peak of Flash und jetzt Peak of Thunder. Mm. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Boxer. Ja, guck mal. Mm. Sehr schöner Grab mit dem Dash Attack. Versucht auch mit dem eigenen Gyro das zu bekommen und jetzt wieder diese Up-Tilt into Up-Air. Ja, aber immer noch zu niedrig. Mm. Macht einfach sehr viel Arbeit für Aegis. Mm. Schöner Stall in the Air. Sucht diese Backe, er möchte ihn unbedingt auf Stage bekommen. Und der grabbt der Whiff und wird natürlich mit seinem eigenen Bug und das schafft, was ich bin überrascht. Dafür. Damn. Naja. Und jetzt? Ja, 100%.
auf Zebra und er macht das Beste raus. Und übrigens, Rider-Tipp für Bracket kannst du einfach, glaube ich, Ausrufezeichen und Bracket eingeben. Dann sollte da unser Bot dir die Bracket geben. Schöner ja. Downtilt über 1-1. Ja, aber leider nur Chip Damage. Zebra sitzt noch schön mit 3 Stocks und nimmt fast der zweite von AG. Und das wird auf jeden Fall gepunished. Oh. What? Das war aber jetzt ein bisschen. Das war questionable. Das war questionable. Ich glaube. Also. Aber okay, bekommt seinen Stock direkt zurück. Ja. Oh. Guter Combo. Endet mit PK Thunder. Ui. Jetzt hat wirklich dieser Trip für Zebra was gemacht, ansonsten hätte er diesen Grab bekommen. Landet auf die Plattform, sucht diesen Uptilt. Hat auch bis jetzt sehr gut funktioniert. Jetzt. FBAs. Kein Fischung. Oh, schöne Bühne. Ich dachte mir noch ein DKF, kam aber nicht. Und richtig schön zurückgedriftet. Ja, Zebra weiß einfach, wann er reinkommen kann und wann er nicht reinkommen kann. Ja, und man, dadurch, dass Ness ein bisschen floaty ist, hat noch Zeit zurück. Schöne und nochmal. Ja, Upsmash von der Plattform. Er hat was von verstanden. Okay, nochmal 2-0 sehen wir. Ein vierter 3-0. Mal sehen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, der closeste Match, was wir, also das closeste Set, ja, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja. Ich überlege, glaubst du, wir sehen wieder Pokémon Stadium 2? Also ich glaube, beide haben sich da comfortable gefühlt. Ja, ich glaube schon. Ah, okay, es gab doch ein Stage Ban. Also okay. Wir gehen nicht zu PS2. Sondern wir gehen nochmal Hauwaschen. Und jetzt, ja, okay, passen. Pinkes Roll, Pinkes Trikot. Also, sollte was machen. Erstmal ein bisschen Respekt zeigen, Mittel spielen. Aber obwohl Zebra mit zwei PK-Fires einfach da reingeht und mit dem dritten. Aber ja, auf jeden Fall relativ sorgfältig. Geht auch wieder diesen PK-Flash und diese Downer, was nicht rein. Und wieder Uptilt, Up-Air. Ja. Wieder Uptilt, wieder Up-Air. Und diesmal hat er das tatsächlich geschafft. Ist nicht reingekommen. Wieder PK-Fire gut geschildet von Aegi. Und versucht mit diesen ganzen Aerials zu schaffen, einen Break zu bekommen. Und yes, mit dem jetzt mit Gyro on Ledge. Ja, sehr gut. Wird es einfach nach unten. Nochmal nach unten und dann versucht dieser den Jump zu punishen, der aber nicht gekommen ist. Fast bekommt er wieder Feuer in die Fresse. Aber nee, noch nicht. Zu wenig Prozent. Und was macht er? Nee. Kommt nicht in Two-Frame, versucht diesen Side-V zu schaffen. Zu viel Commitment. Ja. Kann. Jetzt sind wir wieder Center Stage. Aber jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal ein Lead, also nicht so krasser Lead, aber auf jeden Fall kann Algi noch was machen. Mal sehen, wie er das noch lösen kann. Ja. Ja, Rob kann nicht gut landen, schafft es aber. Und ja, diese crazy. Ja. Up Air Dodge von Ness ist einfach krass, das ist so wie ein Jump. Ich glaube, es ist größer als Dr. Mario's Recovery. Ja, was schon merkwürdig ist. Buff Dr. Mario. Ja, wieder Four there. Oh, natürlich. Neutral there, ein bisschen stollen und boah, trifft immer noch. Ja, okay, ja. Okay. Also, gute Hitbox. Ui, whiff. Noch Backthrow. Nee, Rob ist ein Big Boy.
Und jetzt haben wir noch ein bisschen Mutur, der von AD gebrochen. Ui, er ist wie Suicide is not badass. Miscalculation. Mal sehen, was er jetzt machen kann, ob er jetzt genügend Prozent abbilden kann, damit sie auf beide auf equals positions are. Ja, er bringt auf jeden Fall die Pressure. Mhm, wir sind wieder jetzt bei 63%, fast die Laune. Ja, aber guter Appel. Out of disadvantage nochmal. Ja, bringing in the work. Also auf jeden Fall kann es jetzt AEGs letzter Stock sein. Ja, und er hat the way in, aber Appel trifft nicht. Ja, gut. Zebra hat es einfach clean. Er hat diese ganzen Combos. Ja, und anscheinend hat es geklappt mit dem DI-Üben. Er war nicht von getroffen. Down Smash, aber falsche Seite. Kein Downer für AG. Trifft auf Weak Hitbox. Ja, er okay. Er wird jetzt geburied. Ja, und dann Doppel, ja. Okay, ja. Das hier noch ist noch machbar. Es gibt noch ein bisschen Hoffnung. Meine lieben Zuschauer innen. Ui, aber leider nochmal kein Conversion aus dem Optil. Aber ja, okay. Ja, ich glaube, jetzt schafft er das ein bisschen besser eigentlich zu spacen und bekommt nicht so viele Punishes. Hier aber zum Beispiel, er hat einen Forward Air gemisst und dann wird er sofort mit Prozent Upper into Upper. Er hat das geschafft und genau mit das, was wir gesagt haben. Ja. Genau mit Uptil Double. Ja, zu messen mal haben wir einen längeren Settle 3-0. Wie sieht, er wird angeschrien. Ja. Anscheinend, ihr könnt zu Hause entscheiden, ob er das verdient hat oder nicht, aber auf jeden Fall wird er hier angeschrien. Wir sind aber gute Vibes, okay? In Epitech sind gutes wir, Schreien. Ja, ja, es ist gutes Schreien. Consensual Schreien. Okay, jetzt wird es aber ernst. Nochmal mit dem Dance. Cool, ich freue mich. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sets. Ja, ja. Und mal schauen, ob das genügend ist, um noch ein Game 5 zu schaffen. Mhm. Leute hier ins, sind für Aggie, für Zebra. Hold das Ding. Ja. Okay, ja, mal sehen, was ist das mit Meltel Zebra macht. Also, er hatte das fast und dann auf einmal doch nicht. Mhm. Okay, wieder mit Pink Rob. Respekt. Okay, meine Damen und Herren, ich werde kurz alleine für euch kommentieren. Mein Kollege muss kurz sicherlich eine Mate finden. Guter Strings. Bekommt auch noch den Pickle Thunder. 70%, quick. Beide schaffen das nicht mit ihren Tools, mit Gyro und mit Pickle Fire, den Gegner zu treffen. Nimmt nochmal den Gyro und bekommt einen Neutral Air. Sehr viele Exchanges. So, gefällt mir auch Smash. Versucht sich mit Laser zu covern und bekommt einfach ein Jojo. Ja, aber Rob kann einfach, er kann warten. Das schafft er. Beide shielden einfach, warten, dass der Gegner einen falschen Move macht. Und vielleicht war das dieser Roll. Landet ganz gut und bekommt die Neutral Air, Forward Air und versucht nochmal diesen Up-Tilt zu bekommen. Hat ja auch gerade erst funktioniert, also gerade jetzt. Und bekommt auch die Side wie Quicker Stock aus der Disadvantage, 120%. Aegi träumt. Aegi auch in fast einer Advantage, die er noch halten kann. Und oi, nein, der Jojo. Schade, versucht einen Turnaround Grab. Dass ein Missinput war oder nicht, aber sag nochmal, nee, ich möchte noch diese Advantage bekommen. Kämpft dafür, bekommt die aber jetzt 41%. Und schöne Aerials von Zebra. Möchte noch eine PK Fire. Das, die machen, also die gehen wirklich alle, geben dein Bestes. Richtig hohe Qualität von Matches. Versucht einfach die Backer zu bekommen, auch zweites Mal nicht Down Smash und bekommt dafür einen Backer. Und Falling Up Air. Aegi spielt jetzt viel geduldiger. Er wartet gerade und jetzt bekommt er noch diese Bugger. Richtig gute Sache hier. Ob jetzt Zebra das schaffen wird, nochmal diesen Stock zu closen, damit er nicht zu krass in die Disadvantage bekommt. 46%, also einfach diese Forward-Tilts sind so ab. Er sind einfach zu krass.
jetzt von ganz oben. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, war das Down Throw Up Air? Ja. Ich habe das nie gesehen von Rob. Wir haben hier unseren lieben Brexit. Mhm, ganz kurz. Ganz er wird nur hier vorbeischauen. Mhm. Oh wow. Ja. Mhm. Wir hatten gerade ein viel größeres Lead von Aegi. Aha. Wir sind im 2-1-Spiel. Und er hat es gerade noch geschafft, diesen Set noch am Leben zu halten. Aber Zebra, wirklich, er schafft das ganz, ganz gut. Krasse Disadvantage. Also wirklich. Oh, und die Abwehr! Er hat's gemacht! Ah, ist noch nicht! Godly DI! Holy moly, DI! Oh! Hat er nicht gehabt! Okay, Barry. Down the rubber. Nein, er kommt zur Abtilt! Oh, er hat es geschafft! Holy crap! Ja, was kommt? Ten situation! Oh! Does the roll! No, jetzt nix gemacht! Punish. Beide der hat Angst! Oh, und die Bagger wird das schließen! Wow, Pop-Off! Okay, ich Pop-Off! Tschüss, Brexit! Cheers! It got hyped. Also mein lieber Kollege hier, Art, hat einfach den besten Moment des Matches einfach so verpasst. Also wirklich. Was macht das gestreifte Pferd da? Es sind keine Streifen.